Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, Schockdiagnose für Sina. Paula ist nervös. Nach der Brandstiftung und ihrem emotionalen Zusammenbruch wird Sina wieder aus der Psychiatrie entlassen. Nach einer intensiven Untersuchung steht nun fest, dass sie unter einer bipolaren Störung leidet. Gemeinsam mit Basti saugt Paula nun jede Information und jeden Tipp der behandelnden Psychologin auf, um ihrer Ziehtochter bestmöglich helfen zu können. Sina leidet unter einer bipolaren Störung. Dennoch macht sie sich noch immer die größten Vorwürfe, dass sie es überhaupt so weit hat kommen lassen. Wie konnte sie nicht sehen, dass Sina Hilfe braucht? Paula ist sich sicher, dass Sina sie hassen muss. Und tatsächlich verhält sie sich ihr und Basti gegenüber kühl und einsilbig. Doch auch Noah bekommt keine ausführlicheren Antworten. Stattdessen will Sina allein sein.